lauf mal langsam so zurück. Und damit herzlich willkommen zur nächsten Folge von Satisfactory mit mir, Cedric, und dem anderen. Justin, yay! Halt's mal, du bist ja auch so glücklich zu sein, gerade eben warst du immer noch, du warst so voll Depri, jetzt tu nicht so faggot. Ja, fagott! I forgot you, because you are so fagottig. Nur für reines Wissen der unserer Zuschauer, Tipp Nummer 40 in diesem Spiel ist unhöflich. Okay. Übrigens, mir gerade ein Milchreis aufgemacht, das ist mein Abendessen. Das macht unsere Zuschauer und mich nicht hungrig. Ich hatte sonst nichts. Ja. So schlecht, ne? Das ist wirklich schlecht. Ja, ich hatte aber auch nichts anderes außer ein Sandwich zu Abend. Ein Sandwich wäre jetzt geiler als so ein Milchreis, ehrlich gesagt. Ja, aber das war um 6 Uhr, also. Schon ein bisschen her. Schatz, ich brauche Reinforced Iron Plates. Ja, aber ich kümmere uns gerade um die MK3 Laufbänder, also. Ja. Du kannst mich gerade mal damit. Hey! Jetzt sei nicht so fies zu mir! Okay, süßer, es tut mir leid. Nö. Komm, ich mach's wieder später gut in der Dusche. Wir haben keine Dusche. Was ist denn diese Gemeinschaftsdusche, die ich eröffnet habe? Was du nicht, es gibt keine Dusche in diesem Spiel. Ich meine doch nicht das Spiel, ich meine im privaten Leben. Im privaten Leben musst du so weit von mir entfernen, dass du niemals in der hier wärst, bevor ich schlafen gehe. Ach doch. Und du hast ja auch keine Dusche gebaut, weil wo willst du die bauen? Also wenn ich jetzt in die Dusche steige, dann schaffe ich das. Alles klar, verstehe. Ich meine, aufs Rad steigen, nicht auf die Dusche. Die Dusche macht so irgendwie gerade. Nein, du bist einfach geistig behindert. Das hat die jetzt näher gemerkt und das ist gut so. Er kommt aber sehr, sehr wenig Kohle an, aber egal. Hauptsache etwas. Was, wo? Hier bei mir kommt. Bei mir kommt sehr wenig Kohle an. Das sollte ich als allererstes mit MK3 aufrüsten, damit das da schneller vorangeht. Schauen wir mal an, was du da so fabriziert hast in deiner Fabrik. Ja, Kohle kommt da nicht so viel an. Ja, das sollte ich als erstes aufrüsten mit MK3, ne? Das kommt von ganz oben. Das hast du damals hier hingelegt, diese Leitung. Ist das die Kohleleitung, die für eigentlich mal fürs Ding war, fürs Depot? Genau, aber was ja nicht funktioniert, weil das Depot das ja wieder zurückschickt. Brauchst du es aber nicht upgraden? Da sind ja eh schon Lücken drin. Ja, wenn ich es ja jetzt auf MK3 alles mache da oben, dann kommt der schneller hier aufs Laufband. Nein. Kommt's nicht. Sicher? Ja. Weißt du, warum? Warum? Weil oben nur meiner MK1 ist. Ah, nee, das könntest du mal ändern. Das wird's natürlich auch erklären. Das ist doch mal ein Sinn von meiner MK2, den man machen kann. Okay, hast du Mike dabei? Wenn du den abbaust, kriegst du ein. Okay. Achtung, jetzt geht der ganze Strom kaputt. Da ist der Vorrat drin. Tu mal das Laufband abbauen, das eine. Ja, ist ja wieder klug, dass du das vorher nicht gemacht hast. Und jetzt MK3, Laufband. Habe ich nicht dabei. Wieso nicht? Weil ich nicht dabei habe. Dann immerhin also, MK2-Ding. Ne, das tue ich gleich upgraden. Das wird ja gerade gebaut, aber erst brauche ich ja die Kohle dafür. Junge, wenn das nur ein MK1 ist, dann bricht unser Strom zusammen, du Lappen, ey. Erstmal upgraded. Hier, keine Power. Gut, nicht verbunden. Sehr gut, Justin. Ach, jetzt verbunden. Ist das? Bohrer fängt an. Und läuft voll, weil das Laufband zu langsam ist. Ja, das darf ich ja dann gleich alles upgraden. Ja, sinnvoll.
Ich hab hier unten, glaube ich. Du kriegst immer noch Fallschaden. Echt? Hab ich 4 Meter? Keine Ahnung, ich bin dieses ganze Ding runtergesprungen. Ja, übertreib. Ich bin auch fast runtergefallen. Ja, du kriegst nicht so viel Fallschaden. Ich war fast runtergefallen, das ist da noch ein Grund, so ein Geräusch von mir zu geben. Ja, da hast du recht. Ich will ja nicht meine Farbpistole vor dir, hallo? Ja, ich klaue sie dir dann. Ey, ist meine Farbpistole. Okay. Ich will damit spielen. Du darfst damit auch spielen. Ja. Nein. Was nein? Nein. Brauch mehr Cables. Die werden nicht reichen. 68 davon dabei. Guck mal, wie viel ich damit upgraden kann. 68 Stück. Na, hoffen wir mal, dass es genügend sind, ne? Ich würde sagen, nein. Wo sind denn hier Cables? Da drüben? Ja, hier. Sehr gut. Hast du gehört, Artikel 13 ist durch, ne? Ja, habe ich heute Morgen gehört. Heute Mittag. Ha, für mich ist ja bei dir wieder Moin, also. Das stimmt. Und wir haben so einen 8 Stunden verschobenen Rhythmus beide. Also da kann man leider echt nichts dran machen. Doch, du kannst Frühschicht arbeiten. Ich und Frühschicht. Hm? Ich und Frühschicht. Ja, du und Frühschicht. Nee, das ist so. Geh weiche von mir, Dämon. Naja. Du bist ein Dämon. Kann ich das hier nicht upgraden? Das Grund der Sicherheit. Merk's? Wo sind wir denn? Jetzt hier hoch? Dahinter? I'm confused. Me too. Das wusste ich schon immer. So. Ich muss niesen. Gesundheit. So. Das hab man immer noch gehört. Du bist ganz weit weg. Ich war zu langsam. Put the cookie down. Alles okay bei dir? Get the job, ey, put the cookie down. Was willst du denn, Junge? Was ist denn mit dir? Oh, geistige Behinderung. Das weiß ich. Na, dann beschwer dich nicht. Tu ich auch nicht. Ich frag ja nur, was Alter, da los ist. MK3 ist so verdammt schnell. Ich kann auf dem Laufband stehen bleiben. Was heißt denn? Transportiert mich so schnell. MK3 ist so schnell, ich kann auf dem Laufband stehen bleiben. Das transportiert mich so schnell. Ah. Mhm. Verstehe, Justin. Not done. But get to the job. Nein. Put the cookie down. Werden wir nicht tun. But I was the governor. Das ist Schwachsinn. So viel Platz, ich werde das nicht tun. Okay. Wie viel kommt da jeweils raus? 15! Was? Was? What? I said what what? And you said wood wood. No, you said wood wood. Was ist mit der Gudrun? Gudrun! Die ist so nett, ne? Die Gudrun. Die Gudrun, das ist die Liebste. Ach, eine liebe Frau. Die bringt einem immer Kekse. Mhm. Soll ich das jetzt ja nicht bis nach ganz unten auf MK3 machen, weil das läuft dennoch hier gerade stockend, also das Laufband ist jetzt voll. Das Laufband noch ist immer voll, ja, also ich komme gleich. Du musst halt die zu den Dings musst du nicht upgraden, ne? Die zu den einzelnen Stromdingern musst du nicht upgraden, das ist Verschwendung. Zu den Stromgeneratoren, die können weiterhin auf Stufe 1 bleiben. Ja, aber... Nur bis runter, das musst du halt auf MK3 machen.
Komm mal her zu mir, dann siehst du was. Ich laufe nicht nur wieder halbe Kilometer her, sind 30 Minuten oder so. Das Auto ist auch am Arsch der Welt. Ja, das muss ich glaube ich nicht upgraden, weil das Laufband ist jetzt voll, also das langt glaube ich, wenn es so voll ist. Ja, muss nicht sein. Muss gucken, ob sich's unten stackt. Wenn ja, dann ist es okay, wenn nein, dann nicht. Ja, es dauert noch, es fährt noch. Ist nur MK1, es dauert noch. Ich beobachte das einfach jetzt, wie es sich so verhält. Das ist gut für Deutschland. Monster. Mhm. Okay. Das meine ich. Du stehst auch dafür mit deinem Namen. Dafür stehe ich nicht mit meinem Namen, ne. Hm. Hm. Kurz überlegen. Dann überleg mal. Hast du. Du produzierst ja richtig viele, oder? Für was? Von den Bändern. Ja, wenn die Kohle jetzt läuft, dann schon. Wie lange brauchst du so für viel? Weiß ich nicht, also vorhin, als ich kurz nur in der Base gelaufen bin, die Kohle so stockend war, hatte ich, als ich zurückgekommen bin, schon mal 68. Und jetzt gehe ich gucken, wie viel ich mache, wenn die Kohle nicht mehr wenn die Kohle stockt da vorne. Also meine Idee ist, Leute. Dass wir sagen, ich baue ja statt vier Verbindungen jetzt bis dahinter, also ein bisschen schwachsinnig, ich wäre nur eine. Und ja. Mach die ja zusammen. Was machst du zusammen? Wie gesagt, statt. So. Warte mal noch. Was ich zusammen mache. Ich mache zusammen die Verbindung hier von den Quickwires. Die lege ich zusammen. Statt vier Conveyor Belts bis in die Basis zu bauen, mache ich nur eins und brauche dafür die schnellen. Na, okay. So. Und hier müssen dann die schnellen kommen. Kann ohne Probleme von 1 auf 3 upgraden, oder? Conveyor Belts? Ja. Kann ohne Probleme von 1 auf 3 upgraden bei den Conveyor Belts, richtig? Ja, ja. Okay. Was zu steep. Hey. So, es läuft. Gut. Es läuft und läuft und läuft und es stockt nicht, sondern es läuft dauerhaft. Ja, gut. Das finde ich jetzt super. Ich auch. So. Ja, das so. So, jetzt müssen wir uns nur noch strommäßig was überlegen. Schon wieder.
Was schon wieder? Schon wieder dürfen wir uns was strommäßig überlegen. Das ist halt eine lange Stromtrasse. Bisschen. So ist das halt. Ist ja vielleicht schlau, das hier zu overclocken, dann kriegen wir sogar noch mehr hier raus. Ja, wenn du dafür die Materialien genug Import hast. Ja, also Zeug ist da. Also ich brauche nur noch eine Schnecke. Oder ne, zwei Schnecken. Bist du dir sicher, dass die Sachen auch schnell genug reinlaufen? Ja? Ah, dass dein Miner genug produziert, genug Eisen und genug Dings. Oder was auch immer du da brauchst. Also er produziert 120 pro Minute. Die Schmelzerei produziert 30 pro Minute. Ja, du musst ja schauen, was Input ist. Du musst schauen, was beim einen der Input ist, beim anderen der Output. Das musst du vergleichen. Ja, der Input ist bei beiden jetzt bei voll, erst bei 100. Das ist nicht die Frage. Der eine hat einen Input von Ressourcen. Von so, zum Beispiel 30 Stück braucht er pro Minute zu verarbeiten. 45 bei beiden. Ja, und ja, was kommt raus bei den Maschinen vorher? Hä, nichts, da kommt ein Ding. Ja. Rohteile, also Eisenerz und Kohleerz. Ja. Okay, du baust jetzt, was baust du da? Was machst du? Was ist die Kette? Die Kette besteht von hinten nach vorne, bitte. Okay, Eisenerz und Kohle. Ist gleich Stahlbarren in einer Gießerei. Eisenerz, Moment, Eisenerz und Kohle ist Stahlbarren. Wie viel Stahlbarren kommen da raus? 30 pro Minute. Okay, ja. Das fährt in einen Constructor, der Steel Beams macht, 10 pro Minute. Ja, okay. Und das fährt dann in ein Lager. Das wird in ein Lager. Okay. War dort. Meiner Meinung nach ist es schlau, beide Sachen zu overclocken, damit es noch schneller geht. Weil wir haben mehr als genügend Mineralien. So, jetzt versuchen wir mal ein Gegenargument zu finden. Das Gegenargument wäre, dass du nicht genug Output hast, nicht genug Input hast von den Minern. Die Miner produzieren nicht, wenn die Miner nicht genug produzieren. Die produzieren 120 pro Minute. Der Miner hört immer wieder auf zu arbeiten. Aha, okay, das ist doch schon mal ganz gut. Kann man das so machen? Also. Kannst du das machen, ja? Muss nur gucken, dass die Conveyor Belt, dann reicht die Conveyor Belt halt nicht mehr. Die, ja, die MK3 auch. Genau, die müsst ihr dann upgraden, sonst passt es. Das ist nicht viel, was da ist. Eine kleine Firma und vielleicht können wir dann. Nee, die von der Kupferdraht können wir eigentlich auf MK1 lassen. Junge, das ist eh so viel. Ja, das kann schon langsam fahren. Haben wir noch eine grüne Schnecke? Nö. Ich habe eine gelbe Schnecke, die kann ich mal analysieren lassen. Wenn das geht. New technologies have been developed based on this new element, primarily in power and electronics, and can be accessed in Hub Tier 5. Ja, das war nicht die Schnecke. Was war das denn? Das war das, was vorher drin war, was auch immer das. Und was war das? Weiß ich nicht. Da war irgendwas vorher rein. Und ist die gelbe Schnecke dran. Aber du könntest irgendwas Neues machen. Ich überlege kurz. Ich brauche halt hier jetzt ein Upgrade. Ich weiß nicht, wie viel Steviums du hast, aber die brauche ich jetzt halt. Nicht viele. Und das. Dann muss ich das nach und muss ich ja halt noch und nach machen. Dann müssen wir echt mal ein paar ansammeln. Ich brauche halt mal so 1000. Wir können Gummi herstellen. Ja. Gummi. Ah, Plastik. Mag Gummi. Gummibären. Okay, ich suche jetzt mal nach zwei Schnecken. Du suchst nach was? Schnecken? Zwei Stück. Okay. Dann kann ich ja zwei Batterien daraus herstellen. Ja, so habe ich das verstanden, ja. Naja, weil der dritte lohnt sich ja nicht in den Bohrer reinzuhauen, weil der Bohrer produziert ja schon wieder zu viel. Genau. Ich muss niesen. Schon wieder. Hab immer noch gehört, Mann. Ja, so ist das eben.
Gott, was soll ich machen? Ich mute mich, man kann nicht tun. Du mutest dich und es kommt dennoch durch? Ja, natürlich. Holy moly. Das war schon immer so bei dem Headset. Ziemlich langes Laufband, was du da hast. Ja, danke. Das muss geupgradet werden auf MK3. Das muss ich wohl noch etwas gedulden. Ja. So, ich habe eine Elektroschnecke. Elektroschnecke? Und dann schon die zweite, da habe ich doch schon mal alles. Dann kann ich die Steelbeams-Geschwindigkeit erhöhen und dann können wir ganz viele machen. Aber du klaust jetzt alle Steelbeams. Genau. Ich habe jetzt 1000 reserviert. Auftrag ist eingegangen bei dir. 1000? Ja, 1000 habe ich noch nicht. Ja, 1000 ist jetzt reserviert für mich. Bis dahin darfst du keine ausnehmen. Also ich muss die Fabrik damit verbessern. Ja, ja, Fabrik. Ich gucke jetzt erstmal, wo der Bottleneck ist hier. Okay, ja, am langsam. Aha, okay, der braucht 45 und dann komm raus. 120. Das heißt, du müsstest noch. Du müsstest eine Foundry müsstest du upgraden und eine musst du doch noch zubauen. Damit es effektiv ist. Ja. Wie zubauen? Ja, dazu bauen. Du produzierst Ressourcen, damit du zwei Foundries machst. Der Miner hier ist unnötig. Der MK2, der hätte auch nur einen MK1 Miner hinstellen können, weil das Ding nur 45 Input hat, aber 120 Output. Das ist nicht effektiv. Das hat nur eine effektive Leistung von 37%. Du müsstest das eine und müsstest die eine von der Rear overclocken und die andere noch dazustellen. Ja, ich weiß nicht, ob die Kohle dann damit macht. Die Kohle macht damit mit. Das ist kein Problem. Die haben wir doch gerade erst geupgradet. Die Kohle macht easy damit mit. Musst halt die Kohle, das Kohlebelt noch upgraden. Aber das ist auf jeden Fall der richtige Weg für die Effektivität. Ja. Das ist sinnvoll. So, ich glaube, an der Stelle machen wir aber mal einen Cut. Ich erstmal schnell mal Milchreis weiter. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Gell, Justin? Ich hoffe's. Ja. Mach's gut, bis dahin. Tschüss. Tschüss.